Mein Name ist Yannick Frese, ich bin Profi-Basketballspieler bei den Eisbären Bremerhaven und ich studiere BWL. Ja, für uns Sportler ist es natürlich gerade vereinfacht, dass wir halt gerade durch Termine wie Spiele oder Trainingseinheiten, die sich auch ganz schnell mal Woche zu Woche ändern können, dass wir durch die Dozenten und Professoren und auch die Koordination diese Freiheit bekommen, um Klausuren beziehungsweise auch Hausaufgaben oder Hausarbeiten flexibel einzureichen beziehungsweise nachzureichen. Ja, neben der körperlichen Belastung im Training hatte ich dann natürlich auch die Ruhephasen und diese Ruhephasen konnte ich dann auch wirklich gut nutzen, um im Studium halt auch weiterzukommen beziehungsweise zu lernen oder Hausarbeiten zu schreiben. Ja, am Anfang hatte ich natürlich auch meine Zweifel, ob ich den Sport und das Studium miteinander kombinieren kann. Das habe ich aber nach dem ersten Semester eigentlich relativ schnell gelernt oder diese Zweifel aus dem Weg geräumt, da es alles sehr gut zusammen ja, machbar war. Durch das Studium habe ich gelernt, das Zeitmanagement zu optimieren, was mir dann beim Sport beziehungsweise auch wieder beim Studium sehr gut getan hat. Ja, auf die Idee gekommen, dass ich neben meinem Beruf als Basketballspieler noch studieren werde, bin ich, als ich vor knapp 4,5 Jahren hier in Oldenburg zu den EW Baskets gewechselt bin. Ja, nach ein, zwei Gesprächen mit der Studienkoordination hat sich das alles eigentlich ergeben. Und ich war von dem Konzept überzeugt und habe mich dann eingeschrieben. Das Besondere am Studiengang am C3L ist, dass wir uns den Trainingsplänen entsprechend vorbereiten können, dann auch für die Klausuren bzw. die Hausarbeiten uns individuell vorbereiten können. Ja, das Studium war keine reine Belastung für mich. Ich habe auch viel gelernt durch die Inhalte der Module, die Lerninhalte, Dinge in meinen Job zu übertragen beziehungsweise auch zu verbessern. Also mir fallen da Sachen ein wie die Konzentration oder das angesprochene Zeitmanagement. Ich kann diesen Studiengang jedem Berufssportler empfehlen, weil man nicht nur einen Universitätsabschluss erwirbt, sondern auch vieles lernt, was man für seine Sportkarriere gebrauchen kann.